Guten Morgen, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem Vlog von mir. Ja, ich habe schon sehr lange nicht mehr gevloggt und dachte mir, deswegen, ich nehme euch heute mal wieder mit. Ich wollte jetzt die Zeit kurz nutzen, um zu putzen und so und euch einfach so ein bisschen durch meinen Tag zu nehmen. Genau, das wollte ich jetzt machen. Wir haben es 9 Uhr, kurz nach 9, seht ihr, glaube ich, da. Und ja, ich habe jetzt gerade meine Schilddrüsentablette genommen. Das heißt, beziehungsweise ich habe sie schon etwas früher genommen. Ich darf ungefähr in einer Viertelstunde darf ich was essen. Und dann frühstücke ich erstmal. Und die Kleine war gerade schon an der Brust, aber wollte nicht schlafen. Eigentlich schläft sie ja immer dann ein, aber wir haben heute relativ lang geschlafen. Also wir sind erst so 9:30 aus dem Bett gekrochen. Und dementsprechend glaube ich, dass sie einfach jetzt noch ein bisschen wach ist und dann nachher schläft. Ja. Meine Familie kommt erst so gegen 15 Uhr wieder. Das heißt, ich habe jetzt relativ viel Zeit, das Haus zu putzen. In der letzten Zeit mache ich das total gern. Ich weiß nicht warum, aber ich putze so unglaublich gerne. Und deswegen gehe ich gleich ins Wohnzimmer, Küche, hier so den Flur. Einmal alles saugen, wischen, aufräumen. Ja, einmal so das ganze Paket. Kleine erzählt gerade ein bisschen, hat jetzt den O-Ball für sich entdeckt. Da greift sie immer so rein und schüttelt den. Und leckt den ab und so. Ja. Das heißt, das mache ich jetzt. Danach gibt es natürlich noch Mittagessen und so, ne? Aber werdet ihr alles sehen. Ich nehme euch heute mal ein bisschen intensiver mit. Ich habe nämlich euch auf Instagram gefragt, was euch so bei den Vlogs nicht gefällt. Weil ich finde, die Vlogs haben in letzter Zeit sehr, sehr wenig Aufrufe. Und YouTube macht nur Spaß, wenn Leute sich das auch angucken. Und dementsprechend, ja, dachte ich mir, ich verändere mal ein bisschen was. Und werde euch auch so ein bisschen mehr mitnehmen und nicht nur alles erzählen. Also klar, am Anfang finde ich es cool, wenn man euch halt erzählt, was so passiert, damit ihr überhaupt seht, okay, habe ich überhaupt Lust auf den Vlog oder eher nicht. Und dass ich dann euch aber auch so ein bisschen intensiver mitnehme. Also ja, euch mehr zeige und auch wenn ich jetzt gleich putze, dass ich euch da einfach auch mal ein bisschen mehr mitnehme und nicht nur sage, ja, ich habe jetzt das gemacht, ich habe jetzt das gemacht, sondern ich zeige euch das auch, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen interessanter für euch. Hallo Bibi-Maus. Sie hat heute wieder ihre super süße Hose an. Von Tulipanelli ist die. Die wächst auch richtig, richtig gut mit. Also ihr seht, ne? Wir haben hier noch das Bündchen umgeschlagen. Und die haben wir schon in Größe 50 getragen. Und wie ihr seht, die wird auch locker noch bis 74, 80 vielleicht sogar halten. Ich liebe die, diese Mitwachshosen. Und der Stoff ist super süß. Ne? Genau. Und diesen Oberl hier hat sie halt eben gerade entdeckt. Fässt er immer so rein und dann schüttelt die immer so. Ne? Und ganz viel Hände in den Mund. Hände in den Mund. Hände in den Mund. Vollgespuckt hat sie auch gerade wieder alles. Hier. Ne? Die hat richtig viele Haare bekommen. Schaut mal. Ganz, ganz viele Haare bekommen, mein Schatz. Ja, hier. Die Hand auch aufmachen, genauso. Super. Oh, das ist gespuckt. Schon wieder gespuckt. Ja. Ja. Wollen wir gleich putzen? Du musst gleich erstmal heiern, ne? Jetzt ist die ganz, ganz wild hier. Ganz, ganz wild. Boah. 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 Ja, hier. Hallo. Nasko ist auch da, ne? Nasko ist auch da. Laika, Laika, bist du auch da? Laika, komm mal her. Da ist die Laika.
So, mein Lieben, ihr hört, glaube ich, die Kleine ist in der Federwiege und schläft noch nicht. Ich weiß echt nicht, was heute mit ihr los ist, aber ja, sie ist ja gerade ruhig. Und deswegen werde ich mich jetzt nach dem Frühstück direkt an die Küche machen, einmal alles saugen, wischen und alles allgemein aufräumen und so. Und genau, mal schauen, ob sie dann einschläft oder ob die danach nochmal anfängt zu quengeln. Genau, ich habe jetzt wie gesagt auch schon gefrühstückt nebenbei. Gestillt habe ich sie gerade, noch ein bisschen gespielt, aber das hat ja alles gesehen. Ich muss euch gar nichts mehr erzählen, das ist viel einfacher so. So, die Kleine ist eingeschlafen beim Staubsaugergeräusch, ist sie einfach eingepennt. Und ich habe jetzt schon die Küche gesaugt und den Flur gesaugt. Wie gesagt, ich habe euch da nicht mitgenommen, weil ich eben die Kamera geladen habe. Aber keine Sorge, ich nehme euch noch mit. Und jetzt will ich kurz Milch abpumpen, weil ich derzeit einfach zu wenig Milch habe, beziehungsweise hatte ich einen Abend zu wenig Milch und deswegen pumpe ich jetzt seit ein paar Tagen ein bisschen was ab, damit meine Brust einfach mehr produziert. Das klappt auch richtig, richtig gut. Also im Moment habe ich richtig viel Milch und genau, deswegen pumpe ich jetzt ab, immer nach dem Stillen, wenn die Kleine eben schläft, pumpe ich ab und dann geht es weiter. Ich muss jetzt nur kurz die Zeit nutzen, damit meine Brüste halt wieder weiter produzieren können, derzeit, weil die Kleine schläft, damit, wenn sie wach wird, eben wieder genug hat. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen pumpe ich jetzt kurz ab und bin schon voll K.O. Dann geht es weiter im Haushalt. Aber wie gesagt, ich habe die Küche und den Flur schon gesaugt und hier geht es dann gleich im Wohnzimmer noch weiter. So, ich habe jetzt das hier abgepumpt. Und ungefähr 100 Milliliter. Mehr ging nicht, beziehungsweise irgendwie funktioniert meine rechte Brust nicht, sage ich mal. Da ist total viel drin, das merke ich, aber irgendwie kommt da nichts raus. Naja, reicht ja erstmal so, Hauptsache, dass die Milch danach produziert wird. Und ich werde auch immer ganz oft gefragt, welche Milchpumpe ich habe. Und zwar habe ich mir die jetzt vor ein paar Tagen erst gekauft. Das ist diese hier, die ist von Avent. Und ich weiß gar nicht, welches Modell das ist. Es ist auf jeden Fall eine Milchpumpe mit nur einem Ding hier, also keine Doppelmilchpumpe. Und ich stelle das hier mal weg. Dann könnt ihr die, glaube ich, besser sehen. Also der Kasten sieht halt so aus. Ich glaube, ich mache da nochmal ein extra Video zu. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt, wie das hier alles funktioniert und so. Und ja, so sieht die auf jeden Fall aus und ich bin auf jeden Fall richtig, richtig zufrieden. Also die ist echt total gut. So, ich habe euch ja gerade gesagt, ich habe hier schon gesaugt. Und ich stelle die Milch jetzt erstmal in den Kühlschrank. Stelle die dann nachher rein. So, und jetzt wird hier erstmal gefoilt. Meine Lieben, ich dachte, ich melde mich jetzt auch mal wieder bei euch. Ich bin jetzt ja, soweit fertig mit Wohnzimmer, Küche und Flur. Ich werde nachher nochmal in den Eingangsbereich gehen. Der gefällt mir so nämlich gar nicht. Und werde da nochmal ein bisschen was machen. Ja, ich habe die Küche jetzt gerade noch aufgeräumt. Geschirrspüle habt ihr ja gesehen. Und aber auch nochmal die Arbeitsflächen so abgewischt. Und die Fritteuse wieder weggestellt. Alle solche Sachen habe ich gerade noch gemacht.
Seht ihr hier, ne, ist alles relativ ordentlich hier, die Flaschen. Die dürfen leider nicht in den Geschirrspüler, deswegen stehen die hier rum. Nicht, dass ihr denkt, ich habe die irgendwie vergessen oder so. Und jetzt geht's auch schon ans Mittagessen. Es gibt heute selbstgemachte Lasagne. Und ich habe die Soße gerade schon fertig gemacht, selber gemacht. Und jetzt habe ich hier gerade die Platten gerade vorbereitet, ne? Und ja, das werde ich jetzt gleich machen. Es ist nämlich schon 12 Uhr jetzt in 4 Minuten. Und der Hund. Hund hat hier schon wieder irgendwas verteilt. Ich muss gleich noch ans Koffer packen gehen. Das dachte ich, nehme ich euch vielleicht so ein bisschen mit. Eigentlich wollte ich ein extra Video zu machen. Könnt ihr ja mal abstimmen nachher, ob ihr das wollt. Aber genau, ich werde schon mal die Koffer raussuchen und schon so ein paar Sachen halt reinpacken, wo ich meine, okay, die müssten auf jeden Fall mit. Und die brauchen wir die nächste Zeit nicht mehr, weil es geht ja für uns jetzt bald in den Urlaub. Und ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch Urlaubsvlogs sehen wollt. Also ob ich euch da auch mitnehmen soll. Würde mich total freuen, weil ich das total gern mache. Ich habe ja damals schon immer im Urlaub gevloggt und so. Aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt bin ich mal nicht so laut neben der Kleinen. Die hat mich gerade schon ein bisschen gezappelt. Genau, sie ist ungefähr so um 10 eingeschlafen, kurz nach 10. Das heißt, sie hat jetzt 2 Stunden geschlafen. Was aber noch relativ wenig ist für sie. Also eigentlich schläft sie mal mindestens 3 Stunden. Genau, ich wollte jetzt gleich noch live gehen auf Instagram, wenn ich Zeit habe noch. Wenn die Kleine jetzt natürlich wach wird, dann nicht. Aber wenn ich gleich noch Zeit habe, dann mache ich das auf jeden Fall noch. So, ich war jetzt gerade kurz live auf Instagram und jetzt bin ich oben und wollte jetzt mit euch zusammen den Koffer packen. Gucken, die Kleine schläft noch. Und ich will jetzt einmal so ein paar Sachen einpacken. So, ich habe jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Einmal so ein Jumpsuit hier, so einen kurzen. Den trage ich immer, wenn wir da im Urlaub sind. Der erinnert mich auch stark an den Urlaub. Und da ist eine kurze Hose. Dazu habe ich noch einen Gürtel. Das ist dieser hier, der gehört dazu. Genau, ohne Dings hier, ohne Bügel. Ohne, wie sagt man das? Träger, genau. Also den nehme ich immer mit, wenn wir da, wie gesagt, im Urlaub sind. Dann habe ich mir so ein kleines Sommerkleidchen hier eingepackt. Unterwäsche, Socken habe ich hier. Dann, ja, so einen kleinen leichten Pullover. Noch so einen etwas leichteren Pullover. Ein Still-BH. Also ich kann halt noch nicht alles einpacken, weil vieles ist auch in der Wäsche und ich brauche ja auch noch was zum Anziehen, wenn wir noch hier sind. Genau, so ein bauchfreies Oberteil. Dann 2, 3 ganz normale, 4 ganz normale Shirts. Ja, ich muss ja gucken, wie ich halt vorgespuckt werde, ne? Wir können da zwar auch waschen, also das ist halt echt genial, wir können auch waschen. Aber müssen halt gucken. Dann habe ich noch einen Cardigan mit, weil der geht immer zum Stillen, das ist total praktisch. 2 ganz normale Spaghetti-Tops und noch diesen relativ dicken Pullover. So, ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen eingepackt. Halstücher, Socken, Strumpfhosen. Dahinter sind noch Strampler. Dann habe ich hier schon 2 Bodys. Aber den Rest packe ich erst ein, wenn wir losfahren, beziehungsweise ein paar Tage vorher. Weil Bodys brauchen natürlich immer alle, die wir haben. Dann Overall, Schlafanzug. Ich weiß nicht, wie warm es in der Nacht wird. Dann alle Sommersachen, die sie hat. Hier noch in unseren Schlafsack, weil ich weiß nicht, wie gesagt, nicht, wie warm die Nacht wird. 2 Pullover. Hier habe ich auch noch eine Jacke und so. 2 Moltontücher und ein Handtuch. Ich packe auf jeden Fall noch ein Handtuch ein, aber die sind gerade in der Wäsche. Und dann eben noch Bodies. Dann brauchen wir noch Feuchttücher und alles. Also da kommt auf jeden Fall noch einiges, was wir brauchen. Das Gute ist halt eben, wir können da waschen. Das heißt, wir brauchen echt nicht so viel. Hier unten habe jetzt ich meine Sachen und hier oben kommen jetzt die Sachen von der Kleinen rein. Und dann brauchen wir natürlich noch Handtücher. Also ich brauche noch Handtücher, meine ganzen Kosmetiksachen und so. Aber das kommt alles noch da rein. Wie gesagt, falls ihr Lust habt auf ein Video, was da alles so am Ende drin ist, kann ich es gerne abdrehen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Baby Girl schläft immer noch. Oh. Machen wir jetzt aber erstmal das Mittagessen, bevor die Kleine aufwacht. Weil Felix hat ja auch schon Feierabend. Damit dann alles fertig ist, wenn Felix von Arbeit kommt. Ja, und dann liegt hier noch Wäsche. Die Musik hier auch noch zusammenlegen. Das sind Bodies und so.
In unserem schönen Dach hier liegen die drin. Ich dachte, ich melde mich auch mal wieder bei euch. Ich bin hier total zerkratzt. Seht ihr das? Alter, das war gerade die Kleine. What? Alter. Puh. Gut, alles klar. Also, die Kleine ist wach. Der Papa ist zu Hause. Wir haben jetzt gerade Mittag gegessen. Und der Papa ist jetzt duschen, weil er hat mit Getreide gearbeitet. Und Getreide staubt sehr, sehr doll. Oh mein Gott, Leute. Schreibt bitte in die Kommentare, ob eure Kinder das auch machen. Boah, hoffentlich kommt bei mir eine Stillkette. Ich hoffe, das wird dann besser. Ja, also, genau, er hat mit Getreide gearbeitet, deswegen duscht er jetzt kurz. Wir haben gerade Mittagessen. Ich habe noch ein Video geschneidet. Das speichert gerade. Und jetzt habe ich die Kleine gerade gestillt, wie man an meinem Dekolleté erkennen kann. Und jetzt wird die Windel gewechselt. Genau, ja, die Windel wird gewechselt. Die Kleine hat 3,5 Stunden geschlafen. Wir haben es jetzt schon 2:30 nachmittags. Und du bist ausgeschlafen, ne? Eine frische Bambi. So. Ja? So, little baby girl hat eine neue Bambi. Und ist ein Sock. Ein sockenloses Fuß. Hat keine Socken an. Nasko's hier, Leica ist gerade bei Felix und wir haben ein neues Jules-Gestell bekommen von Jules. Ja, ist mal eingepackt, werden wir nachher mal ausprobieren, die Reifen ranmachen und so. Ja, mein Lieben, ich habe gerade noch was gefunden im Karton und zwar hier der Rahmen für den Einkaufskorb beim Geo. Der war ganz unten im Karton, eigentlich wollte ich den Karton gerade auf den Dachboden bringen. Aber dann habe ich gedacht, okay, guckst du noch mal rein, ob da irgendwas drin ist und dann habe ich eiskalt Ding hier gesehen. Und ja. Das ist dann auch dabei gewesen. Das ist natürlich genial, dass da einmal das komplette Set dabei ist. Ja, und jetzt werden wir hier die Reifen montieren. Das andere Gestell ist nämlich bei Felix im Auto. Dann werden wir einmal hier die Bezüge raufziehen und genau, haben wir das alles neu. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Meine Lieben, ich habe ja Sport gemacht und jetzt sind wir auf dem Weg Auto waschen und Auto aufräumen, weil Felix sein Auto verkauft jetzt und deswegen machen wir das so ein bisschen frisch. Und genau, ich wollte euch noch erzählen, mein Auto bekomme ich am Montag, heute Samstag oder Montag, ich glaube, wenn ihr den Blog hier seht, dann bekomme ich mein neues Auto und Felix bekommt sein Auto am Mittwoch. Sein neues Auto. Aber am Montag nehme ich euch mit. Da vlogge ich auch natürlich, wenn ich den abhole. Und am Mittwoch, wenn wir Felix Auto abholen, vloggen wir auch, damit ihr die Autos einmal seht, weil ich da total oft nachgefragt werde. Und Felix auch, glaube ich, sehr gerne sein Auto einmal zeigen möchte. Ich natürlich auch. Also, genau, das verpasst ihr auf jeden Fall nicht. Ich denke, ich werde dann den Vlog von meinem Auto auch direkt Mittwoch hochladen, sodass ihr wirklich up to date seid und das auch rechtzeitig bekommt. Und genau, jetzt sind wir wie gesagt auf dem Weg zum Waschen und ich weiß nicht, ob wir dann noch was essen fahren oder so, je nachdem. Ja. Mal schauen. Felix sagt ja. Genau, sonst haben wir eigentlich nichts mehr vor. So, es geht los. Einmal gewaschen hier, das gute Stück. Baby ist auch wach. Schaut hier rum. Genau, und wir haben gerade eine Unwetterwarnung bekommen. Ich weiß nicht, seht ihr das? Sieht voll positiv hier aus. Aber es ist richtig dunkel geworden gerade.
Zum gleich richtig gießen. Also Autowaschen ist eigentlich schon unnötig, aber der muss mal gewaschen werden. Wir haben jetzt gerade hier so alles einmal gewaschen und so. Also einmal mit so Feuchttüchern. Feuchttücher sind für alles gut. Da haben wir einmal alles sauber gemacht. Hier auch. Ich wollte gerade die Tür aufmachen, aber besser nicht. Meine Lieben, es regnet wie aus Eimer, habt ihr gesehen. Und wir wollen jetzt gerade noch was essen. Und Felix ist jetzt kurz hier bei Lidl drin. Seht ihr das? Ich glaube nicht. Und ich habe die Kleine gerade gewickelt. Sie liegt jetzt hier bei mir auf dem Schoß. Ne? Liegt sie bei Mama süß? Die Windel ist ausgelaufen. Und da habe ich jetzt einmal komplett umgezogen. Ne? Einmal frisch gemacht haben wir die. So, bei Lidl gab es das Eis nicht, was wir haben wollen. Deswegen sind wir jetzt bei Aldi. Ja, sind wir bei Aldi, Bibi. Wir wollen ja gleich Serie gucken. Und dein Ernst? Wir wollen gleich wie sagt man, Haus des Geldes gucken, die Serie. Und deswegen wollen wir Eis haben. Eis. Hab ich schon gesagt, ich liebe Babyfüße. Ich liebe Babyfüße! Ist die Kamera fest hier, mein Spatz? Genau, ich habe sie jetzt hier auf dem Arm kurz, während wir stehen, weil sie immer bequemlich ist, wenn wir stehen. Wenn wir fahren, ist alles gut. Wenn wir stehen, dann nehme ich sie mal kurz aus der Babyschale raus. Wenn Papa gleich kommt, gehst du wieder rein, ne? Ja, und dann ist der Tag auch eigentlich schon für uns vorbei. Ich denke mal... Oh, da kommt der Felix und... Kann doch nicht sein. Schon wieder kein Eis. Kann ja nicht wahr sein, oder Leute? Wir sind jetzt hier bei Famila. Und es ist der letzte Laden, der irgendwie auf dem Weg ist. Und der letzte Laden, der jetzt die Chance hat, uns glücklich zu machen. Mit Eis. Kann nicht sein. Bei Aldi war es einfach ausverkauft. Das ist echt... Die Kleine schaut die ganze Zeit oben aus dem Panoramadach. Und weil die Tropfen da ja die ganze Zeit sind von dem Regen, ist sie total neugierig immer und schaut die ganze Zeit. Oh, Babyboots! So, meine Lieben, wir sitzen jetzt im Bettchen. Ihr seht auch mal den Felix. Hi. Und wir haben tatsächlich noch ein Eis bekommen. Zwar nicht das, was wir wollten, aber immerhin, ne? So, Löffel. Und dann werden wir jetzt... Haus des Geldes gucken. Die Kleine liegt hier auch neben uns. Haus des Geldes gucken. Sie zieht am Kamerakabel. Genau. Und dann ist der Tag auch für uns vorbei. Wir werden jetzt schön gucken und danach schlafen gehen. Schmeckt es? Mhm. Geben wir hier eine Live-Bewertung ab. Was? Zeig mir das Eis, damit wir. Nein, keine Schleichwerbung. Ach, keine Schleichwerbung. okay. Ich wollte mich eigentlich nur verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sie möchte auch noch kurz was sagen. Patty. Patty ist gut. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal.